Hallo meine Freunde der entspannten Bäder und willkommen zurück zur Let's Play Lego City Undercover. Wir haben mittlerweile schon 94,3% und machen jetzt weiter hier auf der Albatross-Insel. Und zwar würde ich sagen, mit den beiden Missionen, die wir hier noch haben. Und welche machen wir zuerst? Das war Blackwells Mondbasis, das war glaube ich die letzte Mission, oder? Dann machen wir erstmal die hier. Weltraumzentrum, ich glaube, dann machen wir erstmal die hier, genau, das war die erste von den beiden Missionen. Die Verkleidung, die behalten wir jetzt einfach noch, unsere eigenen coolen Charaktere, die können wir ja vor der nächsten Mission nochmal wechseln, die Charaktere, dann passt das schon. So, fiese Astronauten heißt diese Mission hier. Die sind doch gar nicht so fies, die sind doch mal so nett gewesen hier. Nee, 22 Schweine sind nicht ausgebüxt, lieber Honey, die haben wir alle schon wieder eingefangen, die Schweine. Mittlerweile sind wir ja hier schon gut dabei, muss man sagen. So, hier kann man uns direkt runter beamen. Ellie? Chan will, dass ich einen Mondbuggy klaue. Wow. Leider bin ich im Kontrollraum und der Buggy ist im Shuttle, umgeben von den ganzen Technikern. Vielleicht kannst du ihre Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Wozu sollte das denn gut sein? Weil sie dann in den Kontrollraum kommen werden, während du dich in den Hangar schleichst. Okay, ich drück da mal ein paar Knöpfe. Was soll schon Schlimmes passieren? Eben. Kann doch gar nichts passieren eigentlich. Guck gerade mal hier auf die Karte. Den Scanner mache ich hier gerade nochmal an. Hier gibt es anscheinend nur eine Sache, die wir uns holen müssen. Sonst scheint es hier nichts zu geben. Sonst sind wir anscheinend eine hier schon. Die Rakete zu steuern unterscheidet sich bestimmt nicht großartig vom Rodeo-Reiten. Ich wollte gerade. Ups, ach, da kommen sie doch mal. Vielleicht kann ich mich auf den oben drauf stellen. Ich versuche mich hier wieder hoch zu glitschen, wie immer. Doch, das klappt. Sehr gut, das klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah, da oben ist noch was. Ah, da brauchen wir einen starken Charakter. Okay. Schauen, ob ich hier von dem aus... Ah, da rutsche ich auch ab. Muss immer irgendwas finden, wo man sich draufstellen kann. Um dann hier die Abkürzung zu nehmen. Da kann ich mich draufstellen. Irgendwas findet man immer. Und dann kann ich nämlich hier gleich... erstmal nochmal den super Wurf machen. Oh, das war aber nicht so ein großer Wurf. Das war nicht der große Wurf. Oh. Gerade noch ausgewichen seinem Angriff. Fast hat er es geschafft, ihn zu schlagen. Aber nein, das lassen wir natürlich nicht zu. Den verhaften wir lieber. Und dich machen wir auch noch weg. So. Bereite Rakete für den Triebwerkstest vor. Überprüfe Sicherheitsmaßnahmen. Und ja, Handbremse ist angezogen. Sehr gut, wir haben den Weltraumganoven freigeschaltet. Jetzt muss mir noch was einfallen, wie ich all die Arbeiter aus dem Hangar kriege. Da wird dir schon noch was einfallen. Ich mache noch mal kurz den Scan, ob hier noch irgendwas in dem... Bereich hier drin ist. Und vorher sollen wir nach oben schauen, weil da gab es ja oben auch noch was. Ich erinnere mich, aber... Nöp, hier ist nichts mehr drin. Da können wir, glaube ich, ganz geschwind zum nächsten Abschnitt hier gehen. So, einmal wieder genommen. Unseren eigenen Charakter hier gezogen und... Und? Geht kaputt. Geht doch. Was zur Hölle mussten wir mit dem Ding machen? Ach, die mussten wir da oben reintun, alle, gell? Ja, ich erinnere mich. Okay, einen haben wir schon mal. Aber das ist leider nicht der letzte. Wir müssen da leider noch mehrere machen. Die waren, da waren glaube ich keine drin, oder? Nee, das war bloß wahrscheinlich für die Polizeimarkenanteile oder sowas. Was müssen wir bei der Mission überhaupt alles finden? Oh, viel. Ja, fehlt uns noch einiges. Ideale Raketenflugbahn wird berechnet. Berechnete Richtung der Flugbahn aufwärts. Wobei man sagen muss, dass wir damals, als wir das zum ersten Mal gespielt haben, das Level ja auch noch nicht so viele Fähigkeiten hatten. Von daher kann das natürlich sein, dass das noch ein bisschen dauert. So, gegrüßt habe ich übrigens auch noch nie an der Stelle, fällt mir ein. Und zwar Mietz und Jack grüße ich heute, das sind zwei Katzen. Außerdem grüße ich noch den Sebastian und noch den Jonathan. Ach, weil ich es hier gerade noch sehe, meine Liste. So, jetzt hier müsste auch das zweite Teil sein, oder? Ja, müssen wir uns sogar noch selber zusammenbauen. Ja, was ist denn das hier? So viel Arbeit auf einmal, das ist da. Völlige Überforderung für uns. Okay, da mal reingehauen. Und dann noch das letzte Teil. Ah, genau, das kann mich auch alles schön kaputt machen. Da war es, glaube ich, nicht drinnen. Das war irgendwo woanders noch. Und dieses ganze Rumgehüpfe da unten konnte man zum Glück sparen. Die Computer zu zerstören war wohl nicht die Lösung. Seltsam. Das wundert mich jetzt. Ich erwarte gerade, dass es genau das die Lösung ist. Ich glaube, das ist es aber auch nicht da unten. Ich glaube, die Sachen, die waren alle hier oben. Ja, mit der Brechstange können wir Sachen aufmachen. Das wissen wir. Die Brechstange... Ach, doch, im letzten ist es natürlich wieder drin. Ah... Sehr gut, dann haben wir alle drei gefunden. Dann sollte hier auch gleich Krawall laufen. Das ist nämlich, glaube ich, die Startsequenz oder so gewesen, oder? Ah, okay. Na, auf jeden Fall können wir uns da teleportieren gleich mit unserem wunderschönen Astronauten. Oh, Mann. So. Dann mal los hier. Ich glaube, doch, das müsste schon gewesen sein. Ich meine, das Richtige hier. Einmal im Kreis gefahren. Funktionstüchtigkeit des Duftbaums wird überprüft.
Ich bestätige, Kiefernfrische aktiv. Wiederhole, Kiefernfrische. Okay. Da oben dreht es schon wieder völlig am Rad. Ja, das könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Hoffe, dieser Schacht da oben führt zum Hangar. Wäre gut. Wow, das Energieniveau ist enorm gesunken. Puh, Gott sei Dank. Alle Techniker bitte sofort zum Systemcheck in den Kontrollraum. Dachte gerade, ich komme da nicht mehr raus, aber ich habe Glück gehabt, ich kam dann doch noch raus. So, weiter nach oben. Genau, hier im großen Raum, da gibt es natürlich noch viel zu holen. Ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Bezweifle es. Ellie, wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich ein Knopf befinden, um den Ladebereich zu öffnen. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar sollten sich einige Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Schon der Hammer, was man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Ah, schon sind wir eine Etage weiter oben. Da sind auch die Leute, die sich immer ganz gerne mit uns geprügelt haben. Und hier in dem Raum gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die wir noch holen müssen. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Mal gucken, wo wir hier noch Sachen holen können. Vorne ist auf jeden Fall gleich zwei. Ah, hier, ja, da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Sorry, Jungs, aber ihr müsst mal eben weggehen. Ich habe hier leider noch andere Aufgaben zu erledigen. Das ist, glaube ich, mit die mieseste Attacke. Da haut die Gegner immer ordentlich aus den Latschen. So, mal den Bohrer hier wieder nehmen. Schön, den Mondbuggy freischaltet. 1 zum 5 haben wir ja auch kaputt gemacht. Perfetto, perfetto. Greifst du uns an? Nee, aber das Ding können wir einfärben. Wir hatten wahrscheinlich damals auch nicht die richtigen Farben dabei oder so. Keine Ahnung. Ah, hier ist noch eins von denen. Den Elektriker hatten wir den damals dabei. Meine, den hatten wir damals schon. Egal, ich mach's trotzdem mal hier. Wenn ich schon mal da bin, dann kann man es ja auch machen. Eine Sache nach der anderen. Ah, was passiert? Ah, das kommt runter, okay. Ja, da müssen wir sowieso noch hoch, aber ich mach erstmal die Sachen, die hier. Machen wir erst noch die Sachen, die es hier unten gab, die anderen. Weil er noch ein bisschen rum mit unseren Astronauten hier. Hat mir ja auch irgendwann so ein super Dings ausgerüstet, oder? Soll der nicht irgendwie so ein super Attacken-Dingens, was auch immer haben? Keine Ahnung. Okay, das hatten wir, glaube ich, auch gemacht, meine ich. Egal, wir machen es trotzdem nochmal. Gelb, grün, rot und blau. Gelb, grün, rot und blau. Das interessiert jede Sau. Wobei, die Säue haben wir ja alle wieder nach Hause geschickt. Was hat das gebracht? Ah. Einen weiteren Mondbuggy, den wir kaputt machen können. Ah ne, das ist eine weitere von Dingen, die wir einfärben müssen. Ah, ich verstehe. Laser 1 aktiviert. Oh. Das wollte ich noch gar nicht machen. Eigentlich wollte ich das Ding noch nicht hier zum Starten bringen. Nicht, dass es hier aussieht schon losgeht, während wir hier noch mitten in unserer Mission sind. Das wäre natürlich nicht so cool. Ah ne, da müssen wir eh erst das Ding umlenken. Okay, ne, da kann, glaube ich. So schnell kann da nichts passieren. Ich glaube, da müssen wir noch nicht so die Befürchtungen haben. Können wir hier irgendwie nach oben fahren? Nö, scheint aus zu sein. Hier können wir was ausmachen. Das machen wir auch gleich hier. So. Von grün auf rot wechseln. Das klang auch ungesund. Ziemlich schwer. Haben wir Glück gehabt, dass das nicht auf unserem Kopf gelandet ist. Das hätte schmerzhaft werden können. Genau, die beiden Sachen. Färben wir sie gleich noch ein. Müssen wir hier irgendwann machen. Aber erstmal haben wir hier noch ein paar andere Sachen zu tun. Du boxst dich mit uns? Nö. Du ignorierst uns geflissentlich. Du bist nur mit deiner Arbeit beschäftigt. Auch recht. Besser für dich. Besser für uns. Besser für alle Anwesenden. So, da nochmal einen Scan machen hier. Okay, in der Ecke scheint es hier eher nichts zu geben. Da wird mir noch was angezeigt. Und unten sind auch noch irgendwie Sachen. Okay. Ja, da müssen wir irgendwie runterkommen. Da müssen wir irgendwie das in die Luft jagen hier. Problem ist, wir kommen da nicht hier runter so schnell. Wir bräuchten ja hier. Das Dynamit kann ja... Irgendwoher Dynamit. Woher kriegen wir Dynamit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich versuche es noch rauszufinden. Aber irgendwoher kriegen wir bestimmt auch Dynamit noch. Wahrscheinlich irgendwo oben oder so. Ja, fahren wir mal nach oben, oder? Machen wir mal einen kleinen Ausflug nach oben. Es ist zwar rot, aber kein Dynamit. Nicht alles, was rot ist, ist Dynamit. Weisheit des Tages. So, einmal bitte runterkommen, Herr Aufzug. Dankeschön. Bitte nach oben fahren, Herr Aufzug.
Dankeschön. Oh, es ist schön, mit den Gegenständen zu reden. Sie antworten zwar nicht, aber es funktioniert irgendwie. Und damit gehen wir jetzt gleich eine Etage tiefer. Oh, einmal reingeladen. Nein! Okay, ich lande eh wieder auf dem Aufzug drauf. Von daher alles gut. Wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich jetzt meine ganze Aufzugfahrt hätte abwarten müssen. Das nehmen wir rüber. Schauen aber nochmal auf die Seite hier. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas versteckt. Man weiß ja nie. Ja, da ist was versteckt. Dann nehme ich mal den... Vielleicht kann der hier nicht geschockt werden. Oder nee, wir fliegen einfach rüber. Was haben wir denn unseren Astronauten hier? Ah, okay. Den hatten wir, glaube ich, definitiv damals nicht gesehen gehabt. Da werde ich was wir den übersehen hatten. Oh, da können wir sogar Space Shuttle direkt schon starten, glaube ich, oder so. Aber das wollen wir noch gar nicht. So weit sind wir ja noch lange nicht. Da haben wir ja noch genug zu tun. Nee, ich brauche den Herrn Sprengmeister. So, einmal reingetan. Dann wird gleich losgesprengt. Boom, Schakalaka. Genau, hier können wir was reparieren. Vor allem müssen wir den kaputt machen. 4 von 5 haben wir jetzt schon. Das heißt, uns fehlt aktuell nur noch ein einziger, um es zu schaffen. Ob wir damals da schon drinnen waren? Ich weiß gar nicht. Nicht mehr erinnern. Na toll, müssen wir wieder von vorne machen. Mal schauen, was beim zweiten Mal passiert. Da können wir auf jeden Fall nochmal in einen Raum rein, in einen neuen, wo wir mit unserem Astronauten uns irgendwo hinbeamen können. Wo wir noch nicht waren, wobei wahrscheinlich können wir uns dann nur wieder rausfliegen oder so. Befürchte ich. Egal, probieren sollten wir es trotzdem. Und dann noch irgendwo runterfallen. Na dann, beamen wir uns mal wieder nach oben. Beam me up, Scotty! Hoch geht's. Ah, okay, nee, da waren wir auch noch nicht. Das ist auch nochmal was anderes. Umso besser, da ist auch noch ein Safe drin und in dem Safe ist Safe was drin. Das wette ich doch, dass wir da noch was bekommen. Okay, dann mal hier noch reingehauen. Okay, da haben wir alles. Okay, dann nochmal hier schnell gehorcht am Safe, ob er uns was erzählt. Ja, er erzählt uns, dass der rote Stein da drin ist. Das sind die Art von Geschichten, die ich mag. Einmal drehen und dann nochmal den kompletten Raum scannen am besten. Wo hier noch was versteckt ist. Ach, diese blöden Dinger sind uns ja alle noch markiert. Den haben wir auch gehabt. Da oben sind auf jeden Fall noch Sachen. Und da oben ist eine Charaktermarke. Weiß ich momentan noch nicht, wie ich hinkommen kann. Okay, wir gehen nochmal runter auf jeden Fall. Weil unten hatten wir ja noch das Ding zum zweiten Mal freigeschaltet. Das hier. Deswegen machen wir das auch noch zum zweiten Mal, wenn wir schon zum zweiten Mal freigeschaltet haben. Haben die dieses Ding aus einer Disco? Ich hab nicht gesehen, wo der erste war. Ich glaub, das hier war der erste, oder? Nein, das war der erste. Und dann in der Mitte noch, oder? Genau. Das war ein bisschen wie Himmel und Hölle. Nicht, dass ich das hier gespielt hätte. Natürlich nicht, natürlich nicht. Wieder eine Aufgabe erledigt. Sehr gut. Jetzt aber wirklich mal ab nach oben. Mal gucken, was wir da oben noch alles regeln können. Ja, perfekt. Der Aufzug kommt wie gerufen. Wechseln wir nochmal zum Astronauten hier. Auch keine schlechte Idee, den nochmal auszuwählen. Da kommt man gar nicht auf der Seite, kommt man gar nicht so rüber. Nehmen wir nochmal Dynamit mit, wobei... Ja, das gibt wahrscheinlich nur einmal Dynamit. Aber zumindest können wir dann nochmal auf coole Art und Weise den Automaten hier sprengen. Das muss man ja auch auf jeden Fall nochmal gemacht haben. Schön. Okay, nee, wir müssen definitiv auf die andere Seite rüber. Hier gibt's nichts mehr zu tun für uns. Schon alles zusammenbauen. Ich habe immer die Angst, dass wir hier unten zu viel zusammenbauen und dann unten nichts mehr machen können. Aber ich befürchte fast, wir müssen... Ich weiß es nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Sonst müssen wir es halt nochmal machen, ein paar Sachen. Laser 2 aktiviert. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Ah, da haben wir den... Ja doch, nee, passt. Passt, den haben wir auf jeden Fall gebraucht. Ja, damit konnten wir den absetzen und mussten dann da rausfahren. Ja, und jetzt können wir auch hier hochfahren gleich. Jetzt ergibt langsam alles Sinn. Okay, dann kommen wir auch wieder nach oben. Alles gut, alles gut. So, meine Freunde, ihr wollt euch bestimmt mit mir boxen. Das könnt ihr gerne haben. Ist aber nicht gerade zu eurem Vorteil, befürchte ich. So, den schaffen wir. Den kontern wir aus und schmeißen ihn über seinen Kumpel drüber. Und da bleibt dann auch gleich liegen. Das ist gut. So, da mal ab nach oben. Nein! Ah Gott, es bringt er nicht um. Ich dachte, er steht. Ich war letztes Mal schon schockiert. Immer die Gefahr, dass man da irgendwo zerquetscht wird oder so. Ja, genau, da hatten wir damals keinen Astronauten gehabt, deswegen kamen wir da nicht ran. Den Garano haben wir freigeschaltet.
Geht's da noch irgendwo hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, da geht's nirgendwo mehr hin. Da können wir da so rüberspringen. Müssen wir jetzt aber gar nicht mehr rüber, da wir den Garan oder eh schon freigeschaltet haben. Da vorne gibt's dafür aber... Wahrscheinlich nehme ich mal an... Den letzten von denen. Damit haben wir auch alle Polizeimarkenanteile. Was natürlich auch exzellent ist. Da kamen wir auf jeden Fall damals schon rein, glaube ich. Das... Was es auch immer ist hier, das haben wir auch schon. Egal, ich mache dann gleich wieder einen Scan, wenn ich draußen bin, aber... Erstmal schauen wir hier nochmal rein. Hier kriegen wir ja auch noch irgendwas, was wir brauchen. Ah, genau, die Stempel, diese Karte brauchten wir hier. Genau, hier einmal aktivieren. Natürlich mit coolen Move. Man kann sie auch einfach reinstecken, aber das wäre jetzt viel zu einfach. Okay, dann nochmal den Scanner aktivieren. Mittlerweile dürfte uns jetzt eigentlich in dem Raum nichts mehr angezeigt werden an Missionssachen, weil ich glaube, dass wir alles hier gefunden haben. Ja, schaut gut aus, wir haben hier alles. Wir haben hier alles. Dann können wir ja den Mount Buggy mal hier absetzen. Oh, einmal absetzen den Herrn Buggy. Vielleicht haben wir auch schon alles in dem... Nee, in dem Level, glaube ich, haben wir noch nicht alles. Da war es doch relativ viel, was uns gefehlt hatte. Aber ich will es mal noch nicht aufgeben. Vielleicht haben wir tatsächlich schon alles. Ich schau mal kurz. Tatsache, wir haben schon alles. Nur dann können wir auch gleich nach Lego City zurückkehren. Umso besser. Umso besser, umso besser. Wunderbar, freigeschaltet haben wir. Super Weltraumkiste. Achso, dann müssen wir die Kisten nicht mehr knacken. Also, wir haben ja mittlerweile eh fast alle, von daher ist das jetzt auch nicht mehr so notwendig. Dafür haben wir den Polizeimarkenanteil gleich beim ersten Versuch hier vollständig fertig gemacht. So mag ich das. Freigeschaltet haben wir den Weltraumganoven. Ganz ein fieser Typ, da bin ich mir sicher. Und den LERV haben wir auch freigeschaltet. Sowie den Garanor. Ja klar, goldene Steine gibt's wieder. Krass, jetzt fehlen nur noch 7 goldene Steine. Zurück nach Lego City ist angesagt. Weil finden wir ja die eine blöde Kiste noch, die wir färben müssen hier auf der Insel. Gleich zufällig. Wer weiß, wer weiß. Machen wir einfach mal einen zufälligen Scan. Vielleicht haben wir ja zufällig mal Glück. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, wir haben zufälligerweise gerade kein Glück. Wäre aber auch zu schön gewesen. Ja, die wird wahrscheinlich wieder in irgendeiner Ecke von der Karte stehen, wo wir wieder nicht sind. Nehme ich mal an. Deswegen können wir die logischerweise auch nicht sehen. Ja, da waren die Blumen drinne. Sonst waren die Blumen immer draußen. Witzig, dass die auch mal drinne sind. Und oben drauf sind sie definitiv nicht. Wenn, denke ich, sind die irgendwo hier oder so. Das Kistending da unten ist auch noch irgendwas, was wir auseinandernehmen können. Aber das war es auch nicht. Vielleicht auch irgendwo dahinter. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier in die Richtung. Aber eigentlich kann man ja auch durch Wände durchscannen. Also eigentlich müsste man es auch, wenn es hier unten, selbst wenn es da unten irgendwo ist, müsste man es eigentlich sehen. Das war's. Das ist auf jeden Fall ein Färbedingens. Okay, wir gehen nochmal ein bisschen näher dahin. Vielleicht ist auch noch was in dem großen Hangar da drin versteckt. Das könnte natürlich auch sein. Also in diesem Riesenhangar hier. Dass sie da noch irgendwas die drin versteckt haben. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es nicht. Da, nein. Ist das Ding jetzt echt da? Da bin ich doch 10 Mal vorhin vorbeigelaufen. Das kann's, nee, das muss irgendwas anders sein. Das ist bestimmt irgendwas anders, oder? Das wäre es jetzt, wenn das jetzt wirklich das Ding ist hier. Nee. Doch, es ist hier in der Ecke. Schön, wir haben doch das vierte auch noch gefunden. Sehr gut. Aber da haben wir sogar auf der Insel hier alles freigeschaltet, glaube ich. Und es kommt sogar hier direkt raus, ja, umso besser. Ah, geil. Ich glaube, das war alles dann. Diese Charaktermarke müsste eigentlich das letzte gewesen sein, was hier uns noch gefehlt hat auf der Insel. Ja, ist gut, die können wir dann gleich kaufen, weil ich würde jetzt auch wieder neue Charaktere nehmen für die nächste Mission, die wir hier noch haben. Den Müllmann haben wir freigeschaltet. Der hat uns hier so die Probleme gemacht. Ja, perfekt. Die Apollo-Insel haben wir damit auch zu 100% geschafft. Aber... die letzte Mission gibt es natürlich noch hier. Genau, das Weltraumraumzentrum haben wir zuletzt gemacht. Und jetzt kommen wir zur letzten Mission hier in dem Spiel. Da fehlt uns, ein roter Stein fehlt uns unter anderem. Natürlich ärgerlich ist, dass wir hier eigentlich alle Fähigkeiten schon haben. Das heißt, wenn wir hier müssen wir sehr gut schauen auf die Sachen. So, jetzt wechseln wir mal die Verkleidung wieder. Jetzt haben wir zwar sehr lange unsere eigenen Charaktere gehabt, aber es gibt ja auch noch ein paar neue Charaktere, die wir noch nicht gehabt haben. Ich glaube, ich nehme Dunby gleich mal. Kaufen wir natürlich auch noch die anderen. Chuck Morrison. Also Chuck Norris im Prinzip. Ja, komm, nehmen wir Chuck Norris, oder? Chuck Morrison. Ja gut, nehmen wir Chuck Norris, komm. muss auch mal sein. Ich glaube, der irgendwie hier, aber ich glaube, der hat keine besonderen Fähigkeiten oder so. Ja, hier, falls wir einen starken Charakter hätten wir keinen gehabt. Genau, den hätten wir noch nicht gehabt hier bei der Mission. Von daher könnte es sein, dass wir einen starken Charakter brauchen. Deswegen nehme ich jetzt nochmal Rex Fury. Den haben wir gerade eben ausgerüstet, deswegen nehmen wir jetzt nochmal ohne Kleidung. Den neuen Bergarbeiter, meine ich, haben wir auch noch freigeschaltet. Genau, den Minenvorarbeiter haben wir freigeschaltet.
So, Minenvorarbeiter ist ausgerüstet. Da, glaube ich, gab es noch einen Weltraumschuh. Da haben wir ja viele neue. Forest Blackwell haben wir. Naja, es ist so schade, dass wir die alle so spät erst freigeschaltet haben hier. Gemma Jones haben wir freigeschaltet. Wir haben den Weltraumganoben freigeschaltet. Wir haben den Außerirdischen freigeschaltet. Und wir haben noch den Astronauten freigeschaltet. Astronauten-Alien ist natürlich auch witzig. Aber der hier ist noch cooler, oder? Ich bin mir das unentschlossen, wir haben so viel Auswahl. Ich glaube, wir nehmen mal den Außerirdischen, oder? Dass wir selber so ein Außerirdischer sein, ist doch mal cool. Hier haben wir auch nochmal zwei neue Charaktere freigeschaltet auf der Farm. Nehmen wir McTavish oder nehmen wir Squirrel McTavish? Oder nehmen wir... nehmen wir den Hayes. Nehmen wir den Farmer Hayes. Bei der Feuerwehr gibt es auch nochmal zwei neue Charaktere, die wir haben. Cornelius Burns. War das nicht der Chef? Ja, das war der Chef. Wir nehmen den Chef natürlich höchstpersönlich. Die schalten wir nochmal zuletzt bei diese Chef-Etage. Und hier nehmen wir natürlich Arnold Schwarzenegger. Also ich meine, Albert Spindelrouter. Genau, so, zurück. Und dann haben wir hier oben noch einen eigenen Zivilisten, den wir nehmen können. Bewohner fehlen uns anscheinend noch einer. Bei Spezial fehlt uns noch mehrere. Oder können wir noch irgendeinen kaufen? Nö, da fehlen uns noch welche. Also bei Spezial müssen wir auf jeden Fall noch welche suchen. Dafür können wir hier bei den Spezial zwei welche kaufen. Bin gerade unentschlossen, wie ich noch mitnehmen soll, aber es gibt einfach zu viele. Die Bibi, da können wir auch mal mitnehmen. Ach, zu viel Auswahl. Da können wir auch den Alien mitnehmen, den anderen. Den Metzger noch. Ich glaube, wir nehmen hier den Alien mit, weil dann haben wir den nämlich auch noch gesehen gehabt. Aber ich war noch nicht durch. Ich war noch bei Spezial 2. Vielleicht haben wir bei den Dienstleistern... Ja, bei den Dienstleistern haben wir auch noch welche freischaltet. Ein paar Charaktere, die ich hier natürlich auch nicht vernachlässigen will. Und dann den Radio-DJ, den Pressefotografen. Ja, krass. Den Müllmann. Den haben wir lange gesucht. Okay, und dann sollte das soweit passen. Gut. Dann können wir ja starten in eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung, die letzte Mission, Spezialauftrag Nummer 15 auf dem Weg zum Mond. War auch eine coole Mission, war mal eine relativ lange Mission auch, aber eine coole Mission, das Finale auf jeden Fall gewesen. Ey krass, 450 goldene Steine und nur, in Anführungszeichen, nur 15 Hauptmissionen. So, das war jetzt schon der Raketenstart, habe ich mal geflissentlich übersprungen. Komisch, ich fühle mich nicht leichter. Liegt wohl an den Keksen, die ich in der Rakete gemampft habe. Finde ich auf jeden Fall cool, dass da wir hier drin sind, Kekse. 1 von 4. Das ist auf jeden Fall cool, mit dem Alien rumzulaufen. Gut, da brauchen wir gleich mal einen starken Charakter. Da finden wir gleich die ersten Sachen schon hier im ersten Gebiet. Das ist gut, 1 von 3. Da müssen wir... Können wir zwar runter, bringen uns aber in dem Fall nix. Kurz einen Scan machen. Ich hätte doch einen Scan machen wollen, die Kamera. Macht immer ganz gerne mal die Kamera, wo ich einen Scan machen will. Die Sachen sind zu weit weg. Genau, das war die Kiste, die ich gerade eben gesehen hatte. Okay, und die anderen Sachen sind auch weit weg. Sind alle da oben irgendwie. Na gut, wir bauen erstmal hier wieder das Ding zusammen, damit wir hier nach oben fahren können. So, eine Etage hochfahren, dankeschön. Jetzt können wir auch gleich mal unseren Alien hier verwenden. Ist schon cool, mit dem Alien auf jeden Fall hier zu spielen. Warte, der springt so cool. Seht ihr, wenn er so hochspringt beim ersten Mal, das sieht ziemlich cool aus bei ihm. Ja, da oben gibt's dann auf jeden Fall wieder Zeug, was wir gebrauchen können. Clever. Clever, die Astronauten. Dabei hat er doch sogar ein Jetpack gehabt. Hat aber irgendwie nicht geschickt genutzt. Wir haben ihn einfach ausgenockt und fliegen direkt rüber. Dahin, wo es die nächsten Sachen für uns zu holen gibt. Das sieht echt cool aus, dass er da immer so ein Salto noch macht, bevor er hochspringt. Ja, einmal dranhängen bitte. Oh, der ist echt... Alien ist auf jeden Fall sehr sportlich. Bewegt sich gerne. Der außerirdische Astronaut. So, runter mit dir. So besiegt man Gegner. Wahrscheinlich müssen wir sie jetzt auch immer nur einmal noch schlagen. Dadurch, dass wir jetzt hier doch neue Fähigkeit, diese Fähigkeit hier eine haben. So, genau, du bist jetzt eigentlich so der Special-Charakter. Die Bergbaucharaktere fand ich sind jetzt nicht so herausragend. Da ist jetzt irgendwie keine besonderen dabei oder so. 2 von 4 haben wir jetzt mal auch noch eben so mitgenommen, weil wir hier schon waren. Nicht, weil wir es irgendwie gebraucht hätten. Den Bohrmeister brauchen wir hier noch. Den Arnold Schwarzenegger. So, Arnold. Dann bohren wir hier schön nicht runter. Mal schauen, wo wir hinkommen. Ah ne, wir kommen nach oben. Nein, logisch. So, irgendwie da oben müssen wir auf jeden Fall hoch. Da gab es noch einiges zu holen, das habe ich gesehen gehabt. Aber erstmal machen wir noch die Sachen hier, wo wir den starken Charakter brauchen. So, einmal aufmachen bitte. Ui, da müssen wir sogar relativ lange ziehen dran. 2 von 3. Die haben immer relativ lange gebraucht, die hat man nicht so schnell besiegen können. Die waren immer relativ mies, die hier. So,
Nein. Hä? Okay, der andere fliegt gleich eine Runde. Verdammt, den einen hatten wir schon am Boden. Den hätten wir eigentlich verhaften müssen. Das wäre cleverer gewesen. So, einen haben wir verhaftet. Die nächsten verhaften auch noch gleich. Nein. Schmeiß den weg, Mann. Verhaften, verhaften. Nein, ich will immer den verhaften, aber der packt dann immer die anderen aus Versehen. Aber gut, funktioniert ja auch irgendwie. Okay, die haben sich gerade irgendwie selbst ausgenockt. Da legst du nieder. So, der wäre verhaftet. Dann sollten wir doch mal unsere andere Attacke nehmen. Warte mal, wir nehmen mal kurz den Alien und schießen die einfach ab, oder? Das ist nervig, dass wir den Boden nicht direkt verhaften können. Na komm, schmeißen wir unseren Lander. Nur noch zwei mittlerweile, die wir hier besiegen müssen. Einem sind wir ausgewichen. Und den letzten haben wir auch verhaftet. Sehr gut. Ist aber auch immer eine schwierige Operation hier mit denen. Na, da können wir direkt rüberfliegen. Da zögern wir nicht lange. Sondern machen direkt den Abflug. War da nicht auch noch einer von den großen Kisten? Meine ich hätte auch noch eine große Kiste gesehen gehabt. So, da müssen wir jetzt mittlerweile das Rätsel auch nicht mehr lösen. Da war ja da auch... Oder warte mal, den goldenen Stein habe ich noch gar nicht aktiviert gehabt, glaube ich, oder? Nee, nicht die Superramme, Schub für alle Fahrzeuge. Genau, die Superweltraumkiste, die war noch aus gerade eben. Na, hoffentlich klappt es jetzt noch. Wahrscheinlich habe ich den jetzt gerade eben ein bisschen zu spät aktiviert, aber das ist ja wohl. Nee, geht direkt auf. Umso besser. Da ist auch noch irgendwas drin, was wir gebrauchen können. Ah, Farbwandler bloß. Wenn wir drauf feuern, aber mussten wir gar nicht machen. Doch, müssen wir schon machen, oder? Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Ich glaube, wir müssen eher auf der anderen Seite weiter. Müssen ja irgendwie noch... Hä? Ist das gerade hin verschwunden? Ah, ich glaube, wir müssen den Mondbuggy hier irgendwie zusammenbauen. Wir müssen den Mondbuggy zusammenbauen. Ah, da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Teile oder so. Da brauchen wir hier auch noch irgendwelche Teile mitnehmen für den Mondbuggy oder so, damit der auch hier komplett wird. Weil noch kann ich die nicht zusammenbauen, da fehlt noch irgendwas. Seltsam. Aber wahrscheinlich. Ach doch, das. Ja, doch, wir brauchen die Kiste. Dafür ist die Kiste da. Doch, alles gut. Alles gut, alles gut. Manchmal muss man halt ein bisschen zoomen, bis man die Sachen findet, aber irgendwann klappt es dann schon immer. So, einmal abgelegt hier. So, in den Leveln finde ich die Sachen eigentlich relativ gut immer zu finden, dadurch, dass man den Scanner hat. Ist eigentlich immer relativ klar dann meistens, wo die Sachen sind. Ja, guten Wendekreis hat das Ding auf jeden Fall. Okay, warum mussten wir den hier... Ja, hier hätten wir doch wieder rüberfliegen können. Achso, nee, hä? Also das weiß ich jetzt gerade nicht, warum wir das so machen mussten. Egal. Wir sammeln die Steine und fahren weiter nach oben. Hier gibt es nämlich auch noch Zeug zu holen, jede Menge. Hoffe ich zumindest. Ja, da brauchen wir schon wieder einen starken Charakter. Hier kommen bestimmt auch gleich wieder ein paar Freunde von uns. Die sich nur darauf warten, uns zu verprügeln. Oder? Noch so ruhig hier. Da ist der rote Stein übrigens drin, der links sehe ich gerade. 3 von 3, damit haben wir auch die komplette Polizeimarke fertig. Ah, da kriegt man gleich zwei Sachen hier. Und können hier gleich aufmachen. Perfekt. Und kommen dann auch an den roten Stein, der hier drinnen liegt. Umso besser. Was sagt eigentlich die Statistik momentan hier in dem Level? Okay, eine Charaktermarke fehlt uns noch. Irgendwo. Weiß nicht, wo die ist. Machen wir mal einen Scan hier. Vielleicht ist sie ja hier irgendwo noch. Ich meine vorhin. Naja, das war, glaube ich, keine Charaktermarke, die ich hier gesehen hatte. Das war, glaube ich, irgendwas anderes gewesen. Nee, ich glaube, die ist nicht hier. Die müsste dann irgendwann in der nächsten Levelabschnitte sein. Nee, dann wird die nicht sein. Okay. Dann gehen wir einfach weiter. Dann gehen wir ganz unauffällig weiter. Und tun so, als hätte uns niemand gesehen. Hopp. Einmal hier noch aufhebeln gleich. So, neuen Charaktere haben wir auch noch nicht alle gesehen, die wir gerade ausgewählt haben. Aber einige sind zumindest schon zum Einsatz gekommen. Und wir ziehen mal wieder an einem Hebel. Ich sage, es gibt nichts Besseres, als einen Hebel zu ziehen oder... Ah, obwohl, so rote Knöpfe drücken ist auch noch immer ziemlich gut in Spielen. Da macht man auch selten was falsch. Wenn wir hier schon wieder unseren Mondbuggy irgendwie zusammenbauen, oder müssen wir uns einfach nur... Reicht es da, wenn wir uns da draufstellen? Nee, draufstellen reicht schon mal nicht. Schade. Dann wieder Alien-Zeit. Okay. Ach, ich muss mit dem Buggy da hochfahren, oder? Ach, da... Oder? Ja, ich glaube, ich muss mit dem Buggy, deswegen ist das auch alles so gedacht. Ja, genau. Wir müssen hier den Buggy nehmen und mit dem Buggy hier rüber, komm. Nein, ein bisschen zurücksetzen nochmal, genau. Und jetzt hier rüber. Jetzt darüber fahren, ja. Nein. Uiuiui, fährt manchmal nicht so, wie er soll. Aber wenn er mal fährt, dann fährt er. Jetzt nicht kaputt gehen. Ne, schaut gut aus. Jetzt mal eine scharfe Linkskurve.
Genau so habe ich mir vorgestellt. Wunderbar, wunderbar. Klappt doch, klappt doch. Na dann, auf geht's. Auf in die Action. Los geht's in die nächste Etage. Hier gab es den fetten Bosskampf damals. Schauen wir mal, ob es hier auch noch einen Charaktermarken gibt. Neben dem fetten Bosskampf. Ah ja, scheint da vorne zu sein. Gut, müssen wir gucken, wie wir an die rankommen. Vielleicht müssen wir uns diese ganze, können wir uns dann diesen ganzen Runterflug und was da alles noch kam am Ende, vielleicht können wir uns das sogar sparen. Das wäre natürlich genial. Ah, ich glaube fast, da können wir uns das sogar sparen, den Rest, der da noch kam. Umso besser, umso besser. So, wie schaut's aus? Sehr gut, hier ist der Payload. Für den haben wir das alles gemacht gehabt hier. Und es war jetzt aber auch wieder gut gelaufen. Speichern und zurück nach Lego City. Hier haben wir alles, was wir gesucht haben. Freigeschaltet haben wir Stats mal 10. Ah, im letzten Level ist das aber gut. Passt eigentlich. Der Polizeimarkenanteil, der letzte, ist auch gefunden. Damit müssten wir auch alle Polizeimarken komplett haben im Spiel. Ich weiß nicht, ob es auch nochmal eine Trophäe gibt oder so. Mal schauen. Es hat ja, wie gesagt, Trophäen gehagelt jetzt zum Schluss. Ja, Markensammler gibt auch noch eine Trophäe. Hat ich fast vermutet. Payload. Und goldene Steine kriegen wir natürlich auch wieder einen dazu. Den 444. So. Und damit kehren wir fröhlich und zufrieden zurück nach Lego City. So, zurück geht's. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.